Hallo Leute und willkommen zurück zu Sallys Salon. Weiter geht's mit Level 17, Hochseilakt. Entferne keine Artikel von deinem Tablett, balanciere mit den besten, okay? Oh, das ist auch so schön hier. Vermisst du mich? Ja. Verdammt, Mädel, wir haben uns vor 30 Sekunden verabschiedet. Ach, was vermisst du am meisten? Deinen Hintern. Wie nervig. Aha, wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10? Keine Ahnung, 5 war. Oh, jetzt ist doch mal gut. Ach, siehste, wir sind füreinander bestimmt. Du bist voll der Kraft Zahl, das ist so niedlich. Und Einstein hatte auch ein Afro. Eingehender Anruf von Kimberly, nicht Beverly. Für dich, Nathan. Oh. Ärger im Paradies, Romeo? Nein, mein Handy war nur dreckig. Lass mich raten, hatte es eine 5er-Jahresgarantie? Ich liebe Beth, du wirst schon sehen. Du meinst wohl Kimberly. Es werden ein Klempner und ein Elektriker für die Sauna benötigt. Schon wieder. Oh, Leute, ich mag den Nathan. Ich finde den so witzig. So, ich würde sagen, wir kaufen uns das hier ja immer gerne. So, und dann legen wir auch direkt los. Und ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht aufgenommen. Entferne keine Artikel vom Tablett. Okay, okay. Also, ja, wie gesagt, ein paar Tage nicht aufgenommen. Jetzt mal gucken, wie ich hier wieder reinkomme. Und ich hoffe, dass diese Folge nicht so eine Katastrophe wird wie die letzte. Daran erinnere ich mich nämlich noch sehr gut. Da musste ich ständig irgendwie neue Aufnahmen starten. Das hat alles mal wieder nicht so funktioniert. So, du bekommst den braunen Lippenstift. Ach ja, stimmt. So ging das. Okay. Jetzt habe ich es. Also, dich schicke ich dahin und dich schicke ich dann hier hin. Macht François da auch ein bisschen. Wäre total toll. So, was haben wir denn bei dir? Ach ja, den richtigen. Das war doch schon der richtige Look. Ja, ich sag ja, erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Okay, François kümmert sich um sie. Bist du denn schon fertig? Ich will es hoffen. Ja, bist du auch schön. So, du bekommst einmal dieses Ding. Hallo Karl, zufälligerweise direkt da drunter. So, das nehmen wir mit und das ist für dich. Was mussten wir da nochmal machen? Gar nichts. Okay. Und ich komme gerne zu dir. Und was machen wir? Wir tippen einfach mal ein bisschen. Keine Ahnung, was genau sie da tut. Aber es passt schon. Auf jeden Fall war es gut und ich mache es ein zweites Mal. So, komm, dann kassiere ich mal eben. Dann schicke ich dich da oben hin. Hier reibe ich ein bisschen, was auch immer sie da tut. Also ich habe keine Ahnung. 1, 2, 3 davon. Und was kann ich für dich tun? 1, 2, 3. Okay, du gehst dann hier unten hin. Und dann, Moment, bringe ich dir gleich das Parfüm. Oh, jetzt hätte ich den Lipgloss mitnehmen sollen. Ich bin noch doof, ne? Das war jetzt nicht ganz so klug, aber okay. Die Hälfte des Tages ist auch schon rum. Und du gehst hier unten hin. Du gehst dann da oben hin. Und dir bringe ich den Spiegel. Was machen wir da nochmal? Gar nichts machen wir. Okay. So, dann könntest du das hier mal wieder auffüllen. Und du gehst hier unten hin. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Das bedeutet, ich warte noch auf eine Person hier. Dich schicke ich nach oben. So, Lippenstift. Dieser hier. Erstmal oben und unten. Wow. Und was kann ich für dich tun? Was war das denn nochmal? Keine Ahnung. Sie zeigt dir irgendwelche Zeitschriften oder so. Na komm, dann nehmen wir sie noch mit als Kombo und dann komme ich zu dir. So, der perfekte Look. Ja, das ist er doch. Und das war es auch schon. Na gut. Ich könnte den François auch mal anderen Positionen hier zuordnen, aber ich habe das Gefühl, das ist hier doch ganz gut, oder? Also, oh, das ist das Parfüm. Also von daher, weiß ich nicht, lasse ich das erstmal so. Was mache ich mit dir? Du bekommst das Armband, bitte sehr.
Und du kommst hier unten hin, du dafür nach oben. So, was können wir bei dir machen? 1, 2, 3. Boah, sie ist ja mega sauer. Okay, okay, was machen wir hier? Die Augenbrauen. Sind das die hier? Wie ging das denn nochmal? Nee, so ging das, ne? Wie ging das, Leute? Ach ja, draufklicken dann? Drauf? Hä, wie ging das denn nochmal? Wie ging das nochmal? Mann, das eine habe ich jetzt richtig gemacht. Musste ich draufklicken? Musste ich ziehen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Manu. So, bei dir tippen wir auch mal ein bisschen. Dich schicke ich hier hin. Dann gehst du nach oben. Da hättet ihr auch gerade einfach tauschen können, aber na gut. So, für dich geht's nach unten und dir bringe ich einmal das Parfüm. Ich fände es jetzt ganz gut, wenn ich das mit den Augenbrauen nochmal machen könnte. Um einfach nochmal zu gucken, hey, wie ging das Ganze nochmal? So, dann hier hin, du hier hin. Und du gehst nach oben. So, 1, 2, 3, 4, mit dir dann 5. Dann würde ich sagen, kassieren wir erstmal. 1, 2, 3 davon. Ja, das sollten wir doch hinbekommen, oder? Ist mit den beiden noch eine Kombo? Das müsste doch passen mit der Punktzahl. Ach, du bist noch nicht fertig? Okay. Gut, was kann ich noch für dich tun? Ach, Funksoir macht das schon. Okay. Yay. Ja, geschafft. Ach, supi. Bis jetzt hatten wir, glaube ich, auch immer 3 Sterne, oder? Ich meine schon. Wartest du auf jemand? Nö, ich will mich nur auf eine anstehende Zombie-Apokalypse vorbereiten. Aus Snackfurt, zum wiederholten Mal. Alter, gib dich einfach geschlagen. Ich hasse es, dich so zu sehen. Und mit hassen meine ich, ich will, dass das nie endet. Auf keinen Fall, Schwester. Ich war noch nie so glücklich. Ich glaube sogar, dass sie die Richtige sein könnte. Außerdem sind es ja nur noch 2 Tage. Ehrlich gesagt musst du dann noch 3 Tage zuzählen. Fünfer? Alter Schwede. Verdammt, du hast mich wohl doch richtig eingeschätzt. Ich bin bloß eine hohle Makaroni. Ich spring mit jeder direkt in die Kiste, weil ich mit keiner eine echte Beziehung aufbauen kann. Oh, Nathan, du bist eine gute Partie. Und manchmal steht das, was man sucht, genau vor einem. Oh. Wirklich? Ich komme gerade nicht klar auf seinen Mund. Wer hat Bock auf ein paar Power-Squats? Keine Panik auf der Titanic, ich habe genug Muskelschmiere. Wuhu, immer sachte mit den wilden Ponys. Wolltet ihr 2 Turteltäubchen etwa gerade Körperflüssigkeiten austauschen? Abgefahren. Ich dachte, dass du dich für mich aufsparst, Hellinleinchen. Fordere mich ja nicht zu einem Duell auf, Bruder. Alter, ihr hättet ja fast Speichlocke gespielt, das muss ich jemandem erzählen. Hey, eine zufällig anwesende Fremde. Rate mal, was ich gerade gesehen habe. Hey, komm zurück. Und jetzt? Die Wette ist zu Ende, oder? Bitte, bitte. Nö, jetzt will ich erst recht sehen, wie eure Kinder aussehen. Tschüss, Sikowski. Boah, dieser Typ, ne? Also dieser Sunny Boy. Ich komme nicht drauf klar, der ist so daneben. Frau Dr. Hundeprofi. Tilly ist krank. Versuche, Dr. Kers zu erreichen. Ah, okay, Ich kann es auch kaum erwarten, dich zu sehen. Küsschen. Oh, und vergiss das Spielzeug nicht. Diese arme, arme Frau, wer auch immer sie ist. Ha, dass ausgerechnet du das sagen musst. Und ich bin mehr Frau, als sie es je sein wird. Ich meine... Hast du auch nur den blassesten Schimmer, wie erbärmlich du klingst? Vielleicht tue ich es ja. Wie konnte ich vor 24 Jahren nur in dieses blöde Gesicht schauen und sagen, bis dass der Tod uns scheidet? Als ob der Tod dich davon abbringen würde, mich auch nur eine Sekunde lang nicht anzumachen. Ich bin ja sowas von froh, dich nie mehr sehen zu müssen. Geht mir genauso. 24 ist dann wohl doch unsere Glückszahl. Wo wir gerade darüber reden. Sally braucht unsere Hilfe. Ich dachte, wenn wir das Geld vom Lottogewinn zusammenlegen, können wir ihr helfen, den Salon zu retten. Gemeinsam. Oh, ich habe es ausgegeben. Für was? Diese Tussi, mit der du zusammen bist? Ehrlich gesagt, für einen Ring. Für die Verlobung mit der Tussi. Weiber! Du heiratest wieder? Jetzt schon? Ich bin einsam, Rach. Ich weiß immer noch nicht, wie die wirklich heißt. Ich dachte, die heißt Rachel. Oh Gott, Hundi! Oh nein! Tilly! Oh nein, Tilly! Oh, Tilly, was ist denn los? Wir brauchen hier einen Tierarzt. Oh nein.
Da hat die erstmal dahin gekotzt und dann total die Augen verdreht. Sah irgendwie ein kleines bisschen witzig aus, aber okay. So, rufe die Tierärztin an. Schön und gut. Ach, da ist unser Telefon. Okay. Hat sich das also schon erledigt. Und wir haben noch eine dritte Perle. Oh, der Anruf dauert ganz schön lange, aber gut. So, meine Liebe, was bekommst du? Was war das nochmal? Ach so, einfach reiben. Und noch ein Armband. Hat dir das erste nicht so gut gefallen, mein Lieber? Und für dich auch nochmal ein Armband. Obwohl, ich könnte eigentlich... Ach nee, das ist ja totaler Quatsch. Ich habe gerade überlegt, ob ich François nicht irgendwie an diese Station hier stelle. Aber wahrscheinlich geht das nicht, weil ich gerade dachte, ach, dann kann ich mir das hier mit den Armbändern erleichtern, weil er das ja dann macht. Aber ich glaube, das wird nicht so ganz funktionieren. Er macht ja doch mehr oder weniger die einfachen Sachen. Hallo, Karl. So, das sind Augenbrauen oder Wimpern, ne? Also, wie ging das jetzt auswählen? Musste ich nicht klicken? Leute, ah! Wow. Ah, ich muss drüber ziehen. Okay, gut. Also, im Endeffekt wie bei den Lippen auch, ne? Ich glaube, da musste ich auch ziehen. So, Telefon zum dritten Mal. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Und dich setze ich hier unten hin. So, wie sieht's aus? Hast du Dr. Kers erreicht? So, dann kommen wir nach unten. Was muss ich da nochmal machen? Achso, da muss ich einfach reiben. Alles klar. Dann kommst du kommst hier hin und dann kann ich schon mal kassieren. Dann kann ich nämlich auf dem Rückweg direkt den Lippenstift mitnehmen. Der ist für dich. Sie ist auch schon mega sauer. Beziehungsweise sie kam hier ja auch schon mega sauer rein. So, dann gehst du nach oben. Was ist mit dir? Zufälligerweise auch nach oben. Nein, du bist schon fertig. Das ist das einzige Armband, was ich persönlich noch ein bisschen schön finde. Muss ich sagen. Also das hier geht noch. Der Rest ist ja irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Aber gut. So, was machen wir? Wimpern? Ja, wir machen die Wimpern. Wie ging das denn nochmal so? Ah, genau. Da musste ich dann klicken. Okay. Gut, gut. Weiß ich Bescheid. So, nach unten mit dir und die nette Omi auch nach unten. Was bringe ich euch? Dir einmal den Lipgloss und dir dieses... was auch immer... Was ist denn das jetzt eigentlich? Was macht sie denn danach? Ich habe keine Ahnung. Ist das Permanent-Make-up? Obwohl, nee, mit so einer Bürste dran. Quatsch. Kann auch nicht wirklich sein. So, du gehst hier hin, dann komme ich zu dir. Da machen wir die Augenbrauen. Also, das sind doch diese hier, oder? Nee, diese hier. Okay. Okay, okay. Ja, jetzt weiß ich's. Okay, okay. Alles gut. So, hier reiben wir noch ein bisschen. Dann komme ich eben nach oben zum Abkassieren. Die Omi hier wartet mich auch schon. So, gehst du mal ein bisschen nach unten. Ich habe dich da gerade schon hingeschickt. Und du gehst nach unten, mein Lieber. Dann bekommst du Lidschatten in allen Farben. Und bei dir reiben wir einfach mal ein bisschen. Keine Ahnung, was sie da wirklich tut, aber passt schon. Solange es ihm gefällt, ist alles gut. Was machen wir bei dir? Auch ein bisschen reiben. Okay. Und, Moment, ich sollte auch... Hallo? Ich sollte auch weiter reiben, aber warum geht das nicht? So, jetzt aber... Ach, noch ein netter Herr. Auch direkt mal nach oben. Und du kommst hier an den Tisch. Vielleicht kann François sich endlich mal wieder nützlich machen. Das wäre Suki. Und das macht er sogar. Schön. Also aufgefüllt haben wir auch. Das ist gut. Du kümmerst dich da um die Alte. Wolltest du jetzt noch eine zweite Behandlung von ihm? Das ist ja super. Habe ich auf jeden Fall hier bei einer Kundin gespart. Also du gehst nach oben, dann seid ihr zu fünft. Und hier bringe ich das Parfüm oder was auch immer es sein mag. Ich habe keine Ahnung. Du gehst hier hin. Und was machen wir mit dir ein bisschen im Make-up? Dann gucken wir doch mal. Nein, das sieht nicht gut aus, das auch nicht. Das ist ganz schön. Du gehst nach unten. Und Nummer 1 hier hin und Nummer 2 hier hin. Dann bekommst du das hier und einmal braun. Oh, er kümmert sich um beide Ladies. Das ist natürlich großartig. Und dann muss ich nochmal hin, um was zu machen, um einfach ein bisschen zu tippen, abzupudern. Ich habe keine Ahnung. Also ihr seid jetzt 4. Da ist der Salon auch schon geschlossen. Okay, sollten wir aber noch schaffen, oder? Obwohl 280? Ja doch, die müssen ja gleich alle noch bezahlen. Wenn das hier dann sogar eine 6er-Kombo wird, dann könnte das sogar hinhauen. War es das bei dir? Ja, das war's. Okay. Und das packen wir. Sehr schön. Juhu, 300 Punkte sogar. Bin ich gespannt, was mit Tilly ist. Das ist alles meine Schuld. Es war meine Aufgabe, auf sie aufzupassen. Nein, es ist meine Schuld. Sie hatte gestern keinen Appetit, noch nicht einmal auf vorgekauten Speck. Sie wird schon wieder. Man sagt nicht umsonst, dass Hunde 9 Leben haben. Sie wird genauso viel Glück haben wie Bambis Mama. Bambis Mama? Ich weiß ja nicht.
Ja, okay. Eine Sekunde. Erzähl ihnen, was du mir gerade gesagt hast, Dr. Kers. Sie werden es nicht glauben. Ihr geht es wunderbar. Sie hat versehentlich einen Ehering gefressen. Zweimal. Streber! Mein Ring! Hunde sind Allesfresser. Man sollte denken, dass sie aufgrund ihres Geruchssinns etwas wählerisch wären, aber... Genau wie ich. Ich sage auch nie nein zu einem Gratis-Snack. Wir werden sie so schnell wie möglich abholen. Moment mal, wie bitte? Sie wäre fast... Ich hatte solche Angst um sie. Ich auch. Ich vermisse dich. Geht mir genauso, aber was ist... Wie, das ist die neue von ihm, oder was? Hi, Vinci. Hör zu, ich hab nachgedacht. Ich denke nicht, dass wir zusammenpassen. Okay. Du bist einfach nicht mein Typ und der Altersunterschied von 24 Jahren ist doch irgendwie eklig. Hier ist dein Ring. Tschüss. 24. Unsere Glückszahl. Oh. Aber ganz ehrlich, also ich finde das ja süß, alles so Happy End-mäßig. Aber irgendwie ist es auch total merkwürdig, oder? Lauf, Sally, lauf. Ein Tag mit extra Energie. Zeige, was in dir steckt und gehe noch einen Schritt oder mehr weiter, okay? Und konnte unsere verdeckte Ermittlerin schon gesichtet werden? Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da so eine Ahnung habe. Ich kenne mich mit der menschlichen Psyche aus, aber ein Foto wäre nicht schlecht. Auf gar keinen Fall. Wenn es eine Sache gibt, die Mirage ernst nimmt, dann ist es die verdeckte Überwachung. Darum lautet unser neuer Slogan auch, Mirage, glaube, was du siehst. Ich dachte, es wäre, Angebot endet bald. Arg, ich wollte doch einen Whisky Sour. Erinnere mich daran, dass ich den Kellner feuern lasse. Wie auch immer, ein Foto würde nicht helfen. Unsere CEO ist eine Meisterin der Tarnung. Dann ist es eine Sie. Oder ist das Teil der Tarnung? Die Untergebenen sollten immer verwirrt sein. Schreib das auf, sofort. Bringe mich jetzt auf den neuesten Stand bezüglich der Sally-Situation. Sagen wir, es herrscht ein feindliches Arbeitsklima, aber ich kann sie nur loswerden, wenn ich 50.000 zusammenkratze. Wirklich, das ist alles. Du hättest schon eher sagen sollen, dass es so einfach ist. Die CEO ist sich des Sally-Problems sehr wohl bewusst. Sie scheint äußerst neugierig zu sein oder eher zornig. Weißt du, wann sie wieder zurückkommt? Was? Was habe ich über Geheimhaltung gesagt? Tut mir leid, ich habe das verdient. Gib mir nur noch einen Tag, ich habe die Lage unter Kontrolle. Hoffentlich. Das ist ein Whisky Sour. Oh, ganz ehrlich, die sind hier alle ein bisschen doof, oder? Also abgesehen jetzt vielleicht von Sally und François, aber... Also die ganzen Mädels sind irgendwie total merkwürdig. Aber na gut, oh. Kaufe alle Laden-Upgrades im Salon und in der Kosmetik, okay? Gut, dann geht es jetzt weiter. Sind wir denn schon im... Sind wir schon im letzten Level hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wir werden es sehen. Ja, und die beiden sind jetzt auch wieder zusammen. Ich dachte, sie heißt Rachel. Heißen die Rachel und Vincent? Ich glaube schon, oder? Vor allem war das jetzt auch so witzig. Da fällt ihr dann plötzlich ein, hier der blöden Schwester. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Heißt sie Brittany? Nee, Brittany heißt die andere Schwester, ne? Ja, nee, heißt sie Ashley? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall fällt ihr dann so plötzlich ein. Ach ja, übrigens, die 24 Jahre Altersunterschied sind echt eklig. So, hey, ganz spontan kam mir da so die Idee. Aber gut, das. Da könnte man auch mal, fällt mir jetzt gerade ein, über Altersunterschied in... Partner schaffen. Oh Gott, was ist das denn für Wimpern, die hier, ne? Seht ihr das? Warum geht das nicht? Wie geht das denn nochmal? Warum kann ich das denn? Das ist das doch. Ich raff das nicht, Leute. Ach, ich muss die ja ziehen. Ja, natürlich. Ich muss die doch ziehen. Ist doch gut. Ja. Altersunterschied in Beziehung. Aber nee, ich glaube, das Thema hatten wir sogar schon mal in irgendeinem... Irgendeinem Teil hatten wir das. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal. Das kommt mir jetzt gerade so bekannt vor. Irgendwie. Hallo, was ist denn heute? Sag mal, ich glaube, meine Maus, Leute, gibt den Geist auf. Guckt euch das mal an. Ich habe das ja schon mal gesagt. Also, ich glaube, ich hätte sie weiter bedienen sollen, ne? Ich glaube, die gibt wirklich so langsam den Geist auf. Ich muss immer so fest klicken. Und manchmal funktioniert es dann gar nicht. Gut, vielleicht klicke ich das ein oder andere Mal auch daneben.
manchmal ist das echt ein bisschen merkwürdig. So, das ist für dich. Dann komme ich erstmal zu dir. Dann würde ich gleich ganz gerne oben aber eben abkassieren. Immer diese Geräusche, ne? So, gehst du jetzt noch mit durch? Ja, du gehst sogar noch mit durch. Ja, super. Eine 6er-Kombo. Dann füllen wir hier mal wieder auf. So, dann ist für dich, Moment, der Lippenstift. Wo ist der Lippenstift? Hier ist er. Du gehst dahin. Also, wir haben das hier und ziehen und ziehen. Ja, gut. Manchmal funktioniert es doch. Ich will nicht alles auf die Maus schieben. Vielleicht klicke ich auch einfach falsch. So, dann zu dir. Und jetzt kommt das wieder. Also, das sind die hier. Dann sind es die hier. Die sehen doch auch alle gleich aus. Also, ganz ehrlich, wo ist da jetzt der Unterschied? Mann, Mann, Mann. Ach, was muss ich überhaupt... Leute, was muss ich überhaupt machen? Ich darf gar nicht so viel laufen. Wie ging das hier jetzt nochmal so? Habe ich jetzt... Ist es das nicht? Meine Güte. Was muss ich überhaupt machen? Gehe 450 Schritte, okay. Das ist natürlich doof, ne? Obwohl, wir haben jetzt schon über die Hälfte des Tages. Ich habe nicht wirklich drauf geachtet. Na gut, ich komme erstmal zu dir. Ich meine, das muss ich ja sowieso machen. Dann hier hin. So, ich müsste zu dir und zu dir sowieso. Ja, dann muss ich es ja machen, ne? So, das ist dein perfekter Look, meine Liebe. So, dann seid ihr jetzt zu fünft. Aber ich würde, glaube ich, trotzdem nochmal warten mit dem Abkassieren. Wo kann ich dich hinschicken? Na, super, direkt da oben hin. Und wo möchtest du hin? Hier unten. Ja, pass auf, dann bediene ich erstmal dich, oder? Ja, toll, du möchtest den Lipgloss. Na, super. Ich den direkt mit. Hier hin und hier hin. Aber ich muss ja trotzdem gleich hier die Station irgendwie freimachen. Also muss ich ja kassieren. Ja, jetzt nämlich. Okay. Doof. Ja, das ist doof. Also du kommst hier hin, du kommst dahin. Das macht hoffentlich der François. So, nehmen wir das für dich mit. Dann komme ich zu dir. Ach, das sollten wir aber schaffen. Wir haben noch ein paar Schritte übrig, zum Glück. So, na, du kommst hier hin. Du gehst oben hin. Moment mal, eben gucken, was ich für dich tun kann. Ja, das da. Ja, pass auf, ich komme erst zu dir. Du gehst hier hin, dann nehme ich das hier mit. Das macht zum Glück François, bin ich ja schon mal froh. Was war das jetzt? Warum hat das so du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ihr seid zu fünf. Was? Habe ich jetzt... Hä? Ich hatte noch Schritte... Ich hatte noch Schritte frei. Habt ihr das gesehen? Oder war jetzt der Tag zu Ende und ich habe es doch geschafft? Ich hatte noch ganz viele Schritte frei. Das hat man gesehen. Von hierhin bis da oben sind niemals 450 Schritte. Hä? Das muss ich mir gleich in meiner Aufnahme angucken. Also niemals. Da war doch jetzt noch echt ein Stückchen frei. Es ging noch einmal rum, oder? Dachte ich zumindest auch, wie süß er da liegt. Wie ich sehe, wie immer schwer beschäftigt. Heute war unser bis dato arbeitsreichster Tag. Das ist das erste Mal, dass ich heute kurz die Füße hochlegen kann. Und das ist mein 9. Also, ich will mich nicht über Füße unterhalten. Ich will mich nicht über Füße zu unterhalten, aber okay. Vielmehr will ich euch euer unverschämtes Verhalten verzeihen. Ach, keine Bange, Apes. Was mich betrifft, gibt es nichts zu verzeihen. Ihr habt in letzter Zeit nicht zufällig ungewöhnliche Charaktere bemerkt? Von denen eine unsere verdeckte Ermittlerin sein könnte? Ich nehme einfach an, dass es jede sein kann und gebe allen den bestmöglichen Service. Und ich habe nur einen Masterabschluss in Geschäftsstrategie. Aber es gab tatsächlich eine reiche Dame, die dich namentlich erwähnte. Und dann rannte sie einfach weg. Und das hast du zugelassen? Was für eine Hohlnuss. Da hat er allerdings recht. Leute, Rachel und ich möchten euch etwas mitteilen. Wir erneuern unser Ehegelöbnis. Und jetzt, wo Vincent den Ring, den er dieser billigen Tussi gegeben hat, wieder zu Geld gemacht hat? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, aber ich kann das nicht annehmen. Sally, du tust so viel für uns. Wir möchten zur Abwechslung auch einmal etwas für dich tun. Ich... Sie will sagen, dass wir es in den Safe legen und morgen früh sofort zur Bank bringen. Ach, schön. Ich habe das jetzt echt nicht geschafft. Ach, krass.
Naja gut, Leute. In der nächsten Folge schließen wir dieses Kapitel ab und dann geht es in diesen Sauna-Club. Und ich freue mich auf das, was da wohl passieren wird. Und ich freue mich auch drauf, Nathan wiederzusehen. Also ich mag den total. Ich finde den super witzig. Und ja, Level 20 spielen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.